Liebe Brüder und Schwestern, Jesus am Jordan und Johannes der Täufer schrick zurück. Du kommst zu mir, um dich taufen zu lassen. Erst als Jesus ihn auffordert, lass es nur zu, gibt Johannes nach. Ja, die Gerechtigkeit, die Gott fordert. Er fordert, ja, dass sein Sohn sich total entäußert, erniedrigt, aus Liebe zu uns, in allem uns Menschen gleich wird, außer der Sünde. Ja, Jesus steigt sozusagen hinab in die tiefste Tiefe unseres menschlichen Seins, unseres irdischen Lebens, weil er der Retter, der Erlöser ist, das Lamm Gottes. Ja, Jesus ist für uns Mensch geworden. Vor wenigen Tagen erst haben wir Jesus als dieses Kind von Bethlehem, dieses kleine Kind in der Krippe betrachtet. Und schon beginnt er sein öffentliches Wirken. Ja, alles hat seinen Preis. Das ist nicht nur in der Wirtschaft so, nicht nur im irdischen, in unserem alltäglichen Leben so, es ist auch im geistlichen Leben so. Alles hat seinen Preis. Die Sünde hat ihren Preis. Und auch die Gnade, das Leben hat seinen Preis. Preis der Sünde ist der Tod, das Unglück, die Traurigkeit, die Verlorenheit, die Dunkelheit. Der Preis des Lebens ist die Gnade, Gemeinschaft mit Gott. Ja, der Preis, den Gott zahlt für unsere Rettung, ist sein eigenes Leben, sein Fleisch und Blut, das Jesus für uns hingibt. Ja, sein Blut, sein göttliches Blut, ist der Kaufpreis für unsere Erlösung. Er tilgt alle Sünden der Menschen, der Welt, alles Blutvergießen, allen Hass, alle Gewalt, alle Gottlosigkeit. Jesus, das unschuldige Lamm Gottes, es lässt sich schlachten am Kreuz. Nicht, weil er ohnmächtig wäre, nicht, weil er nicht entrinnen könnte, weil er keine andere Wahl hätte, sondern weil er es will, aus Liebe zu uns. Was für ein unfassbares Geheimnis. So kommt Jesus zu Johannes an den Jordan, reiht sich ein in die Schar der Sünder, die es nötig haben, umzukehren. Ja, auch wir haben es nötig, immer wieder umzukehren zu Gott, uns reinwaschen zu lassen von unserer Schuld, im Blut des Lammes, auch im Beichtstuhl, in der Beichte, im Bekenntnis und im Vertrauen, ja, in diesem vertrauensvollen Anrufen der Barmherzigkeit Gottes. Im Anrufen des Namens Jesus, der Heil und Rettung bedeutet. Ja, und wie in der heiligen Nacht öffnet sich auch am Jordan der Himmel. Und nicht die Engel steigen nieder und verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen, seiner Gnade den Menschen guten Willens. Ja, Gott selber lässt sich sehen, offenbart sich die Stimme des Vaters, die seinen Sohn bezeugt. Und der Heilige Geist, der sichtbar wie eine Taube herabkommt, der eine dreifaltige Gott offenbart sich am Jordan, noch machtvoller und intensiver als in der heiligen Nacht, als zu Weihnachten. Ja, Jesus öffnet den Himmel auch für uns. Wir sind getauft auf seinen Namen, wir gehören zu ihm. Wir haben schon die Rechtfertigung, die heiligmachende Gnade empfangen durch Jesus.
Und Jesus schenkt uns seinen Geist. Schon in der Taufe haben wir diesen Geist Gottes empfangen. Er wohnt in uns und er macht uns zu Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern des Vaters im Himmel, sodass wir wirklich rufen können, Abba, Vater, erfüllt vom Geist Gottes. Und Jesus ist unser Bruder geworden, unser Retter, ja der Erstgeborene sozusagen von vielen. Ja, dieser Geist Gottes, er möchte uns erfüllen, er möchte unser Herz reinigen und verwandeln. Er erfüllt uns mit göttlicher Liebe, mit dieser Liebe, von der auch der Sohn Gottes, Jesus, erfüllt ist. Und dieser Geist schenkt Heilung und Heil und Befreiung. Jesus ist der Gesalbte. Und es heißt ja auch im Buch Jesaja, der Geist Gottes des Herrn, er ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, gesandt den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Uns, ja wir sind arm vor Gott, weil wir arme Sünder sind, weil wir uns oft so weit vom Vater im Himmel entfernt haben, weil wir oft so blind sind in unserer Sündhaftigkeit, in unserem Egoismus, in unserer Ängstlichkeit. So kommt Jesus zu jedem ganz persönlich, wie damals zum Volk Israel, so auch zu uns. Er bringt das Recht, er bringt es den Völkern der Erde. Und er offenbart die Barmherzigkeit des Vaters. Und diese Barmherzigkeit, sie zerbricht nicht das geknickte Rohr, ja diesen geknickten Menschen, der gebrochen ist, durch seine Sünde, durch seine inneren Verletzungen, sondern er richtet die Menschen auf. Er verurteilt nicht, er löscht diesen glimmenden Docht nicht aus. Das, was manchmal wirklich nur mehr eine kleine Glut in uns ist, gerade bei Menschen, wo man denkt, ja, was ist da eigentlich passiert? Warum sind sie so von Hass erfüllt, so gewalttätig, so rücksichtslos und mörderisch? Wo wir meinen vielleicht, da ist eigentlich gar nichts mehr da, da ist alles ausgelöscht, alle Menschlichkeit. Gott findet auch da noch eine Möglichkeit. Und wir sollen auch gerade für diese Menschen beten, die so blind sind in ihrem Hass, so blind in ihrer Ideologie, dass sie nicht mehr verstehen und begreifen, was es bedeutet, Mensch zu sein, Geschöpf Gottes, ja Kind des Vaters im Himmel. Damit dieser glimmende Docht, diese Glut, ganz tief verborgen im Menschen, wieder neu aufflammt, damit der Mensch wieder neu brennt im Feuer der Liebe Gottes, damit diese Dunkelheit überwunden wird, von der auch im Buch Jesaja die Rede ist. Jesus ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das er überwindet die Finsternis der Sünde, des Todes. Er befreit auch uns immer wieder neu von allen Ketten, von allen Verstrickungen in die Sünde, in das Böse. Er befreit den Menschen aus dem Kerker der Gottferne, der Finsternis. Denn Jesus ist das wahre Licht, das aufgestrahlt ist, in der heiligen Nacht, das aufleuchtet unter uns, das uns erleuchtet mit seinem Wort. Denn sein Wort ist Geist und Leben, ist Licht für uns auf unserem Weg. Lassen wir uns erfüllen von diesem Licht Christi, von seinem Geist. Dann können auch wir Zeugen sein für das Evangelium, für die Menschwerdung Jesu, für die Erlösung. Dann können wir diese barmherzige Liebe des Vaters bezeugen. Dann müssen wir nicht ängstlich immer auf uns schauen und immer ängstlich sein und Angst haben, dass wir zu wenig bekommen, dass wir zu kurz kommen. Denn wir wissen, der Vater im Himmel sorgt für uns. Er schaut in Liebe auf uns. Und wir dürfen Zeugen seiner Barmherzigkeit, seines Friedens sein.
So nehmen wir Jesus auch jetzt auf im Geheimnis der Heiligen Eucharistie. Wir dürfen ihn aufnehmen und für ihn leben, ihn bezeugen und ihm folgen, damit wir immer treuer diesen Willen Gottes erfüllen, die Gebote, die der Vater im Himmel uns gibt. Wir dürfen als Christen leben und mitwirken, dass diese Erde verwandelt wird, dass dieses Reich Gottes sich ausbreitet, dieses Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Amen.